Wir sind hier gerade in der Nähe von Kaltensundheim in der wunderbaren Rhön bei einer der neuesten touristischen Attraktionen, und zwar das da. Noahs Segel, und da gehen wir jetzt hoch. 79, 80, 81, 82, 83, 84 Stufen, 9 Etagen. Das war ein ganz schöner Ritt, aber es hat sich gelohnt, allein schon für diese Aussicht. Und am Sonntag können dann alle Thüringer und natürlich auch drumherum diese Aussicht hier genießen bei Noahs Segel. Da ist dann nämlich die große Eröffnung. In die Richtung können Sie nach Bayern schauen. Hier gibt es einen wunderbaren Überblick über Hessen, aber das interessiert uns alles gar nicht so sehr. Was wirklich wichtig ist, ist der Blick in diese Richtung. Da sehen Sie nämlich einmal Thüringen, bis hin zum Brocken können Sie da schauen, zumindest bei gutem Wetter. Und für all diejenigen, die sagen, Treppensteigen macht nicht so viel Spaß und runter erst recht nicht, da gibt es noch einen sehr schnellen Weg nach unten. Nicht springen, sondern eine Rutsche. Wie Sie sehen, war das heute mit dem Rutschen bei uns nichts. Aber dafür können Sie dann am Sonntag anrutschen gehen, hier auf dem Ellbogen in der Rhön, wenn dann der Turm auch tatsächlich für alle eröffnet wird. Und wir sehen uns dann am Sonntag.